So, hier nehme ich mal meinen Markt weg. Magna Petram, der Command ist Ausrufezeichen Multiproof. Steht auch, glaube ich, im Titel des Streams. Und bei mir, wer da vielleicht dazu gekommen ist, hier ist der Command Ausrufezeichen Multi. Genau so ist es. Und Miss Malibu, ich sag nochmal, sorry, dass mein Nightbot da gerade ein bisschen streng war und dir ein Timeout verpasst hat. Entschuldigung dafür. Ja, der ist manchmal ein bisschen pingelig. Und ach so, ja, und die, ich guck nochmal gerade, was gab's bei Nexus heute zu sehen? Hat heute Destiny 2 gespielt. Also, wir gucken mal, wir spielen jetzt auf jeden Fall bis heute, also heute spielen wir auf jeden Fall bis Mitternacht 1. 1 war so die Planung, spielen wir jetzt auf jeden Fall mal das Spiel hier. Und dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Wobei ich heute tatsächlich nicht ganz so lange machen kann. Also ich streame ja auch mal so bis 3 oder bis 4. Aber ich muss morgen ein bisschen arbeiten und deswegen wäre nicht so gut, wenn es heute ganz so spät wäre. Arbeit, dieses komische Ding. Arbeiten, dieses Ads-Ding, was keiner so gerne mag, aber irgendwie jeder machen muss oder ja, so. Ja, ich arbeite ja auch nebenbei wobei wieder. Ich arbeite auch gerne, muss ich sagen. Du wahrscheinlich ja auch, ne? Mal so, mal so. Es ist doof, wenn du nichts zu tun hast, es ist aber auch doof, wenn man zu viel zu tun hat. Die ja, Balance zu halten, damit du, sag ich mal, deine Freizeit auch genießen kannst. Ich sehe das immer wie den früheren Sommerferien-Effekt. Also nach ja. 6 Wochen Sommerferien denkst du irgendwie, jeder Tag ist Wochenende. Ja. Oder wo ich früher mein Studium abgebrochen habe, da war es auch in der Situation dann. Dann hast du da gehockt und hast dir gedacht, wenn das Wochenende irrelevant wird. Ja. Ja, du kennst ja die Situation nicht. Ja, du hast ja dein Studium abgeschlossen. Also nicht ganz, nicht vergessen, also ich war ja tatsächlich Langzeitstudent, ne? Und, dass ich damit raustraust im Stream. Bitte? Damit du dich da, dass du dir solche Aussagen traust im Stream. Ja klar, natürlich, muss ja, also da bin ich ehrlich, also ne, da würde ich ja jetzt niemanden anschwindeln wollen für. Ja, du hast das gemacht, was ich nicht wollte, deshalb habe ich ja mein Studium abgebrochen. Ich wollte ja kein Langzeitstudent werden. Ja, ja, siehst du, ne? Und bei mir war das nämlich auch so ein Ding, weil ich war auch irgendwie in so einer komischen Phase drin, wo es irgendwie nicht so richtig vorwärts ging bei mir, ne? Und da war irgendwie auch jeder Tag wie Wochenende oder so. Ich habe auch gearbeitet nebenher während dem Studium. Das war insofern total dämlich, weil ich habe mein Studium zu einem Großteil selbst finanziert und habe dafür gearbeitet und so, ne? Und dann hatte ich die normale Arbeit. Und habe aber irgendwie im Studium ging es irgendwie nicht so richtig voran. Ich sage mal ein bisschen an dieser doofen Studienordnung damals. Ja, und dann halt, ich würde auch sagen, das waren bestimmt so 2 Semester, die ich da so in den Sand gesetzt habe mit sehr wenigen Veranstaltungen. Also ich habe immer Veranstaltungen besucht. Es war jetzt nie so, dass ich so komplett zu Hause nur rumgegammelt habe. Ne, aber war auch schon ein bisschen, also ja, es war... War auch schon ein bisschen Müßiggang dabei. Da bin ich ganz ehrlich. Verstehe ich. Da kann halt jeder mal reinrutschen. Eben, da ist man schneller drin, als es einem lieb ist. Und man erkennt das selber überhaupt nicht so. Das war so mein Ding, ne? Ich habe das ja selber überhaupt nicht so wahrgenommen, ne? Und dann lässt du dir da auch von niemandem irgendwie reinreden. Außerdem ist es unangenehm, ne? Wenn du es wahrgenommen hast, wenn du es dann auch mal so siehst, dann willst du nicht drüber reden, weil es dir unangenehm ist. Es ist das Wunder des Gehirns, weil dein Gehirn genauso wie das Schwein, also dein innerer Schweinehund sagt dir ja auch, ne, du müsstest mal Sport, und der sagt dann, bleib mal besser liegen. Ja. Und das ist in allen Bereichen so. Weil ja, zitieren wir die Simpsons-Folge, sei ruhig und ertrink mich mit Bier, ne? Es ist halt schon unglaublich, wie das Gehirn uns, sag ich mal, so eine gewisse Grundzufriedenheit gibt, damit wir nichts machen und nichts verändern. Ja. Oh, warst schon fertig oder hast jetzt aus Versehen Runde Ende gedrückt? Ich habe aus Versehen Runde beenden geklickt, weil ich wollte eigentlich noch was anderes machen, aber ist jetzt auch egal.
So, Truppenaufbau bei mir. Es gab ja irgendwann auch mal so eine, oder ich sag mal so, vielleicht der ein oder andere Zuschauer kann da vielleicht so ein bisschen sich mit verbinden oder hat da vielleicht so eine Verbindung zu. Ich war ja damals total geflasht, als ich diesen Matrix-Film gesehen habe, ne? Den ersten. Den ersten, ja. Ja. Ne, diese Vorstellung, wir sind alle nur so ein, wir leben alle irgendwie so in so einer, wie so eine Batterie, ne? In so einem großen, in so einer großen Fabrik oder in einem großen Kraftwerk, wo wir nur dazu verwendet werden, um Energy Credits herzustellen, wie um mal hier so Stellaris-Sprech zu verwenden. Eigentlich, und das ist ja auch so eine, das ist ja auch daran angelehnt, so, woher können wir denn wissen, dass wir nicht in der Matrix leben? Das könnte natürlich immer sein, dass uns irgendwie was vorgegaukelt wird und dass wir eigentlich in der Matrix leben und das aber irgendwie nicht durchschauen oder so. Das kann ja irgendwie immer sein. Oder es kann sein, dass wir einfach nur, ne, sozusagen das Gehirn in der Petrischale sind und wir werden irgendwie so, wir nehmen gar nicht wirklich, also wir, ne, unser Gehirn selber nimmt das halt irgendwie, aber trotzdem halt nicht so wahr. Und da fand ich dann eigentlich die Forschung ganz interessant. Eigentlich ist es ja so. Also eigentlich unser Gehirn, da wo unser Denken irgendwie stattfindet, das kann ja nicht aus diesem Schädel raus, in dem das drin ist. Ne? Dieser Fettklumpen, den wir da oben in unserem Schädel mit uns rumtragen, mit diesen Neuronen da drin, der kann ja nicht da raus. Ja? Also das ist ja eigentlich total bemerkenswert. Ne? So, wir kriegen, der kann nur über diese Sinnesorgane irgendwie mit dieser Umwelt irgendwie drumherum kommunizieren. Und der kann uns auch allen möglichen Müll vorgaukeln. Ne? Also das kann alles unser Gehirn machen. Ne? Jeder, der eine optische Täuschung gesehen hat, der weiß ja, wovon ich hier rede. Ne? Also auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Das finde ich nach wie vor immer so eine ganz bemerkenswerte Vorstellung. Was machen wir hier? Baue ich jetzt... Taugen diese Troubadoure eigentlich irgendwas? Was können die denn? Plus die Troubadoure können... Achso, das sind die besseren Bänkesänger. Die haben halt plus 10 Verteidigung, können die halt mit dem Gesang machen. Was finde ich nicht so gut. Also ich persönlich finde es nicht so gut, wenn man so bedenkt, okay, du machst einen Rangaufstieg irgendwie in diesen Defense-Skills oder dann kriegst du ja auch 10 Verteidigung. Ja. Kommt mir ein bisschen wenig vor im Moment. Wenn das Hirn da rauskommt, dann haben wir aber ein anderes Problem. Ja, dann haben wir nämlich Krank aus den Turtles. Ja, ja, genau. Ich könnte noch eine Kaserne auf meinem großen Bauplatz bauen, aber die müsste ich ja dann irgendwann abreißen, ne? Irgendwann wird sie abreißen. Also ich habe zum Beispiel meinen Marktplatz inzwischen in der großen Stadt abgerissen und habe das in das Dorf rübergelegt. Ja. Weil ich halt da oben keine Truppen rekrutieren werde. Ja. So als kleines taktischen ja. Wechsel. Macht es bei dir zurzeit noch Sinn, weil du ja gerade oben baust? Also man kann ich in der nächsten Runde ja dann machen, ja, sozusagen, ne? Weil du ein Sklave bist, Neo, sagt Bier, schmeckt so gut. Ja, ganz genau. Leben wir denn nicht in der Matrix, fragt Lamento? Ja, verdammt gute Frage, ne? Also es gibt ja, das ist halt eben, die Vorstellung ist ganz interessant, ne? Der einzige Vorteil ist, dass das Gehirn ähnlich auf elektromagnetischen Signalen arbeitet, ist, dass wir vielleicht wirklich mal so Interfaces haben können wie in Sword Art Online, wo man wirklich die Welt begehen kann. Also ich denke mal, die Technik ist sogar wahrscheinlicher als, das könnte aber sein, dass das auch die nächste Stufe ist von einer holographischen Technik. Aber ein direkter Eingriff ins Gehirn ist natürlich immer ethisch heute sowieso total kompliziert, in Zukunft ist das wahrscheinlich was ganz Normales. Ja. Vor allem im Sinne von, sag ich mal, Traumatherapie und so weiter, wäre es natürlich hammermäßig, wenn du die Möglichkeit hättest, auf sowas zuzugreifen im Gehirn. Mhm. Oh mein, bei mir haben sie gerade den Durchgang aufgemacht und ich habe hier eine Truppe vor mir stehen vom Feind. Oha. Dann kann das ja auch nicht mehr lange dauern, bis er bei mir hier um die Ecke guckt, ne? Möglich. Ja, das Ding ist halt zum Beispiel, ne, also wenn du jetzt halt die Möglichkeit hättest, ne, durch so ein,
weiß ich nicht, ich vereinfache das jetzt so ein bisschen, ne? Du könntest Leuten so einen Mikrochip ins Gehirn pflanzen und dann könntest du deren Traumata therapieren, dann könntest du deren Lebensqualität so unfassbar viel besser machen. Und das hätte jetzt gar nicht so hohe Nebenwirkungen, sagen wir mal, das wäre jetzt so, ne, wäre jetzt auf der Stufe von einer Blinddarm-OP oder so, sage ich mal. Wobei eine Blinddarm-OP jetzt natürlich auch kompliziert sein kann, aber ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Du wärst ja gewissermaßen moralisch verpflichtet dazu, das zu tun. Weil wenn du es nicht machst, dann leidet ja jemand dadurch, ne? Also. Ja. Müsste man da, eigentlich ist man ethisch verpflichtet, das zu machen. Und wenn du das weiterdenkst, ne, es gibt ja diese ganzen Technologien, die gerade entwickelt werden, hier mit CRISPR, um irgendwie Genome zu verändern und so weiter, ne, wo man versucht, also was man ja auch irgendwie schon bei Mäusen erfolgreich eingesetzt hat, zum Beispiel um, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für Zellen das waren, aber wo man halt auf jeden Fall man hat das schon experimentell durchgeführt, wenn du das bei Menschen einsetzen kannst, eigentlich bist du auch verpflichtet, das zu tun, ne? Wenn du damit das deren Leben besser machen kannst, deren Leben verlängern kannst vielleicht sogar und ähnliches, ne? Also ist auch schon sehr bemerkenswert. Ja, und wofür wird es genutzt? Dann sich von dem Baby eine Augenfarbe wünschen zu können, um Genomketten anzupassen. Naja, gut, das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Würde ich jetzt mal argumentieren. Ne? Ja, also, es muss nicht sein, das ist richtig, aber ja. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, da wurde nämlich dieses Splicing oder Splicing oder wie das ist mit den Genscheren nämlich benutzt, um, sag ich mal, Leuten, die Geld hatten, zu versprechen, wir können ihr Kind da so ein bisschen anpassen. Ich weiß nicht, ob das da nur von einem dubiosen Arzt gemacht wurde, ich habe das nicht weiter verfolgt. Das war auf jeden Fall natürlich nicht in Deutschland. In Deutschland kannst du das überhaupt nicht machen. Doch, ich meine, ich habe das gehört, in China war das. Ja, das war irgendwie so, genau, das war so ein Designer-Baby, ja. Mhm. Ja. Lamento sagt übrigens, er könnte sich vorstellen, dass wir in Clouds leben. Okay, ob wir das wollen, ist eine andere Frage, genau. Oder, er schreibt auch noch. Ja, wir laufen alle nur auf einer Xbox in der Cloud. Zu knacken wird die größte Herausforderung, wie wenig wir wissen über das Gehirn. Ja gut, also da sind wir ja auch auf einem ganz guten Weg mittlerweile, ne? Oder was heißt wir? Das ist die Menschheit auf einem ganz guten Weg, ne? Man kann das ja mittlerweile, man kann sehr viele Sachen, die sich im Gehirn abspielen, tatsächlich vorhersagen, ne? Also man kann, kannst das Gehirn gut lesen, weil du kennst die Region, wo das aktiv sein muss in dem Moment. Ja, und also was man tatsächlich auch schon gemacht hat, war, man hat Entscheidungsfindungen bei Menschen vorhergesagt, ne? Also die sollen zum Beispiel so einfach, ne, war, du sollst halt einen Knopf drücken, ne? Ob du den Knopf drückst oder nicht. Und man ist in der Lage, bis zu 7 Sekunden oder so vorher zu sagen, ob die Leute diesen Knopf drücken werden oder nicht, weil sich diese Entscheidung schon vorher in deinem Gehirn anbahnt. Du selber bist ja dieser Entscheidung noch gar nicht bewusst. Das ist total krass. Ja, es ist auch schon ein paar Jahre her, dass sie das nachgewiesen haben. Ich drücke jetzt diesen Knopf in 7 Sekunden, sondern dein Gehirn trifft genau diese Entscheidung schon 7 Sekunden, bis zu 7 Sekunden, bevor du dir überhaupt bewusst bist, dass du diese Entscheidung triffst, was ich auch mega krass finde. Ja, es ist halt so ein bisschen auf den Spuren der Seele, ne? Auch. Ja gut, die gibt's ja nicht. Natürlich gibt's die nicht. Aber ja, also das was macht den, so, was macht den, wie passiert das Denken im Kopf und so, ne? Das ist also die Frage dahinter. Ne? Weil ja auch die Rede von Psyche war auch, wie spielt sich, ne, was, wie empfinden wir Glück und solche Sachen, ne? Also klar, ne? Ja. Ja, viele Sachen werden durch Erfahrungen halt einfach schon vorher abgewägt. Das kannst du dir im Bewussten gar nicht so vorstellen, was dein Gehirn halt alles vorher schon macht. Der Felix schreibt auch, also mein Kopf macht einiges, was ich nicht verstehe. Ja. Ich habe übrigens die KI gerade gebasht. Oh, nice. Die kam bei mir ins Gebiet und ich habe seine Armee und seinen Hüter jetzt gerade umgenietet. Okay, cool. Ich glaube, ich werde von der KI. Ja, wenn die jetzt gleich zu dir kommt, kann das schon sein. Aber der unter mir war und jetzt hier rübergelaufen ist, den habe ich jetzt erstmal Aber was wäre denn, wenn der meine Stadt erobern würde?
Wäre nicht gut. Dann kann ich mir die doch aber wiederholen, oder? Ich glaube, solange du deinen Hüter hast und Truppen, kannst du die, glaube ich, wiederholen. Mhm. Und ich habe ja noch mein Dörfchen da oben. Richtig. Ne? Ich glaube nicht, dass du verloren hast, weil du musst ja die Gegner bezwingen. Und ich denke mal, bezwingen hat damit zu tun, Hüter und Städte zu übernehmen. Überlege ich gerade, ob ich den jetzt unten dann angreife oder ob ich jetzt weiter hier rechts mal suche. Lamento, du sagst ganz viele interessante Sachen. Das erste, man versteht die Grundfunktion vom Gehirn noch nicht. Richtig. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich dich verstehe, was du mit Grundfunktion meinst, weil ganz viel übers Gehirn versteht man ja schon. Also, wenn du meinst, natürlich, man kann das noch nicht auslesen wie so eine Festplatte oder so. Auch da gibt es schon bereits Ansätze, aber das wird jetzt vielleicht zu weit führen. Aber vielleicht kannst du das ansonsten nochmal kurz im Chat erklären, dann verstehe ich das besser. Und das andere, was du noch gesagt hast, war, an sich ist es ein sehr philosophisches Thema. Finde ich auch. Ich finde es auch sehr interessant, wie du auch schreibst, Philosophie ja gewissermaßen eben so als Wissenschaft über das Denken, ja, sozusagen. Ja, also ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Ne? Also ich als betroffener Mensch mit psychologischer Störung, sage ich mal einfach, muss sagen, das Gehirn ist gar nicht, vor allem in solchen Bereichen, nicht gut erforscht. Ja klar, natürlich, ja. Die Stoffwechsel und gezielte Neuronenfunktionen und so. Ne? Richtig. Klar, ja. Da stochert man immer noch so ein bisschen im Dunkeln. Man hat da so ein paar Stoffe rausgefunden, die dann helfen. Das ist aber keine wirkliche therapeutische Sache. Das hilft dann, aber es ist halt das... ist halt nur eine Überbrückung. Das repariert, sage ich mal, nicht das Gehirn in dem Sinne. Ja. Ja, bei mir ist er noch nicht. Bei mir ist er noch nicht, der Brudi. Weil das Gehirn umprogrammieren können wir halt nicht auf dem medizinischen Weg. Also jedenfalls nicht mit einem Medikament. Wunderpille gibt's leider nicht. Ja, also man kann schon... man kann schon durch gewisse Stimuli kann man halt schon so, ne, kann man schon sagen, so, man versteht das jetzt halt deutlich besser, ne, aber klar, ne, also das ist auf jeden Fall, also ich würde da ja auch sagen, ich glaube, Lamento hat es ja eben auch gesagt, ne, das ist noch ein sehr weiter Weg auf jeden Fall. Insbesondere ja. Eben bei der Heilung von psychischen Erkrankungen und sowas, ne, was ja auch überhaupt erstmal, was ich ja zum Beispiel auch total krass finde, dass man psychische Erkrankungen überhaupt erstmal als Krankheiten akzeptiert hat. Das ist ja so ein, das ist ja auch so ein typisches Ding. Ne? Man hat ja ganz lange so getan, als sei das einfach nur so, ja, der ist nicht ganz richtig oder sowas. Ne? Und das ist halt einfach, das finde ich zum Beispiel mega krass, weil das ist ja auch ein Grund, warum man da auch noch so wenig drüber weiß im Vergleich zu anderen Erkrankungen, weil man das gar nicht als so eine Erkrankung überhaupt wahrgenommen hat. Das finde ich zum Beispiel auch so ein bisschen. Die Therapieansätze waren noch sehr radikal und sehr unterschiedlich früher. Ja. Also es gibt heute immer noch Elektroschocktherapien, aber nicht mehr so wie früher, weil der Grundgedanke zum Beispiel von sowas ja wirklich funktioniert. Also aufgrund der elektrischen Stöße werden ja Neuronenbahnen aufgelöst im Gehirn. Und man hofft ja dabei, sag ich mal, auch die schlechten Verbindungen zu lösen. Mhm. Aber es ist halt nicht gezielt. aber dass früher, sag ich mal, Leute mit psychischen Erkrankungen einfach weggesperrt wurden, dementsprechend, was man für eine hatte. Es gibt natürlich Extreme, also Psychose und so weiter, würde ich jetzt als schon eine sehr, sehr schwierige Krankheit zum Beispiel einstufen. Aber du hast da recht, das wurde halt lange immer so ein bisschen abgewiegelt. Ja. Der Felix fragt übrigens noch, was das Ziel des Spiels ist. Also hier in diesem Szenario muss man diese Türme hier erobern und wenn man 4 davon hat, hat man gewonnen. Ja, oder man tötet die Gegner. Ja, genau. Und diese Türme stehen halt eben in der Basis der Gegner. Ne? Also man müsste die gewissermaßen ausschalten. Ne? Guten Abend, Marc, übrigens auch. Schön, dass du da bist. Ja, also... genau, ich habe... Also ein Bekannter von mir, der hat zum Beispiel über... der hatte über Psychologie in Frankreich im langen 19. Jahrhundert irgendwie geforscht. Oder im... nee, Quatsch, nicht im langen 19., im 20. Jahrhundert. Und das ist halt teilweise echt, das ist teilweise echt so krass, wie diese Disziplin einfach halt auch über Jahrzehnte lang Menschen einfach nur verwahrt. Ja, also gar nicht den, also ich glaube, man hat vielleicht so, man macht so Experimente vielleicht so, oder man machte so Experimente, um Therapiemöglichkeiten so zu finden.
Aber überwiegend wurden die Leute über einen ganz langen Zeitraum einfach nur verwahrt, was ich irgendwie schon echt grausam finde. Ja, und manchen Zeiten wurden die einfach nur deportiert. Ja, Das das gibt es auch das noch. Ja, gab's das sind dann die leider auch. besonders dunklen Zeiten, die es auch noch gibt, ja. Da lebt man heute in einer besseren Ja, Zeit. safe. Wobei ich glaube, heute sind auch, muss ich leider sagen, sind manche Sachen schon vielleicht ein bisschen zu stark geduldet. Aber es wird sich halt zeigen mit der Zukunft. Wenn man da auch also mehr weiß. Also mit der LGBT-Schieß mich tot-Geschichte. Also ich finde das okay, wenn jeder kann ja sein, wie er will. Ist ja auch vollkommen in Ordnung in der Sexualität und solche Stopp, Geschichten. halt, stopp, da ist schon ein Denkfehler drin. Das hat nichts unbedingt mit Ja, Wollen zu es tun. hat nichts mit Wollen zu Das ist tun, sondern ganz es hat wichtig. damit, es ist ja das eigene, der, also man, es ist ja für einen dann normal. Es ist ja seine Identität. Ich wollte das Ja, genau. jetzt, Die ich habe kannst du mich dir nicht immer nur aussuchen, ne? falsch Das ist das. ausgedrückt, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, genau. Ja, ich wollte nur, es kann zu Missverständnissen führen, wenn man das so im Raum stehen lässt, deswegen. Ja. Nur jetzt wurde ja, es werden ja Studien gemacht und in Deutschland ist ja jetzt zu merken, dass es eine, dass es bei Kinderärzten und so weiter immer mehr zu, ich versuche jetzt gerade den richtigen Begriff dazu finden. Es gibt trotzdem in der Jugend ein, also was dann von Kinderarzt oder so leicht psychologisch festgestellt wird, so eine Desorientierung des Geschlechters. Also dass man so sich wirklich nicht mehr sicher ist, bin ich jetzt Männlein oder Weiblein, und dass da mal ein Anstieg Ja, in den der Begriff letzten ist mir Jahren. schon, der ist mir schon zu wertend, Desorientierung. Ja, es ist schwierig. Ja, aber also ich würde da erst, also ich würde das auch noch nicht so, ich würde das auch noch nicht so unterschreiben, ne? Das kann natürlich auch, also Ah, das das sind ja auch, da wird ja auch solche ganz Sachen viel übrigens richtigen Grundlagenforschung Begriff. gemacht, ne? Warte, warte, ich stopp ganz kurz, nur dass da kein Missverständnis entsteht, ne? Da wird ja auch ganz viel Grundlagenforschung betrieben, ne? Ja, Das ich muss, meine ja, ich habe ja solche Sachen müssen ja gesagt, auch erstmal irgendwie verifiziert werden oder falsifiziert werden, ne? ich habe ja Ich gemeint, die tue mich nächsten immer Jahre wird das schwer, also zeigen. weil das ist halt so eine, das ist halt ganz häufig so ein journalistischer Stil. Da liest halt, liest halt irgendjemand so eine Metastudie und schreibt dann da so einen Zeitungsartikel drüber. Da wäre ich ja erstmal immer vorsichtig mit, ne? Also, ja, aber. Deshalb versuche ich ja immer die Studie zu finden, nachdem ich den Artikel gesehen habe. Ja, auch das hilft dann auch nicht unbedingt weiter, ne? Das muss man immer gucken. Häufig werden da auch Sachen generalisiert oder zusätzliche Dinge dann weggelassen. Also das ist immer schwierig. Aber ja, also ich glaube, es sollte eigentlich nicht so ein großes Politikum sein, wie es ist. Ja, also wie du ja eben gesagt hast, man sollte Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Ne? Ist richtig. Und also, ne, das ist ja erstmal so eine Grundvoraussetzung und dann muss man da auch, glaube ich, gar nicht so ein großes Politikum draus machen. Ich finde, das ist Ne? auch, es ist eigentlich auch kein, es sollte eigentlich, richtig, wie du sagst, es sollte kein riesiges Politikum sein, es ist halt einfach normal. Ja, genau. Ja. Wir sprechen auch nicht von einem riesigen Anteil der Bevölkerung. Das betrifft halt eine Gruppe und man soll denen das einfach lassen und sie können auch einfach leben, wie sie wollen. Es stört ja Ja, nicht, niemanden. also wie gesagt, ne, immer diesen Wollen-Aspekt ist immer so ein bisschen Ja, schwierig, ich ne? weiß, du magst das Wort wollen jetzt nicht, aber ich meine es jetzt nicht du meinst schlimm. das in einer anderen Art und Weise, das ist schon Ja. klar, ja. Darf ich sagen, so wie sie sich am wohlsten fühlen? Genau, ja, ohne Diskriminierung und ohne gesellschaftliche Einschränkungen aufgrund von sexueller Orientierung, ne? Das ist ja Das, wohl so total würde ich das wichtig. in meiner Doktorarbeit schreiben. Aber solche der Welt hat übrigens nochmal gesagt, das ist eine Entschuldigung, Sexu. ganz kurz nochmal. Wir haben schon mal eine woke Warhammer 3-Debatte geführt. Jetzt erinnere ich mich noch dran. Jetzt führen wir gewissermaßen eine woke Songs of Conquest-Debatte. Wobei es ja jetzt hier das Spiel nicht ganz so der Anlass dafür ist, aber finde ich auch total interessant, ja. Ich wollte jetzt gar nicht so diskutieren mit dir rüber, weil wir haben ja gar keine unterschiedlichen Standpunkte. Wo ist die Ja, Diskussion? ja, ja. Was ich jetzt sagen wollte, solche der Welt hat gesagt, es gilt dann als sexuelle Identifikationsstörung. Was? Wer? Solche der Welt hat übrigens im Chat gesagt, das wird dann als sexuelle Identifikationsstörung klassifiziert Ja, in ne, das jungen ist natürlich Jahren. schon krass, ne? Ja. Störung, ne?
Ja, Störung ist immer negativ behaftet. Ja. Wobei wir im Deutschen eh unglaublich viele Begriffe haben, die negativ behaftet sind. Mhm. Automatisch. Oh mein Gott, ich habe 2 Level-Ups gemacht. Jetzt war der Gegner, also die KI hat mich 2-mal angegriffen in der Runde. Genau, Voodoo-Doc. Der Voodoo-Doc schreibt gerade, man soll den Leuten nicht erklären, dass sich die Leute ein Geschlecht aussuchen dürfen. Genau so ist es ja, weil du suchst dir das ja nicht aus. Du bist das ja. Richtig. Ja? Und das ist ja genau der Punkt. Und du darfst so sein, wie du bist. Das ist ja die Message, die dahinter stecken muss. Ja, also, ja, das ist ganz wichtig. Das ist nicht immer, das sucht man sich nicht aus. Ne? Das ist nicht so, wie wenn ich jetzt irgendwie in den Supermarkt gehe und suche mir aus, welches Gemüse ich jetzt zum Abend esse. Das ist, ne, das ist keine Auswahl, die du da triffst. Ne? Ja, ist für viele Leute, die eben nicht in dieser Situation sind, tatsächlich sehr schwierig nachzuvollziehen, was man auch irgendwo verstehen kann. Deswegen finde ich das immer wichtig, dass man da offen und ehrlich drüber spricht. Ne? Also. Und Missverständnisse abbaut. Also weil ganz irgendwie, die Sprache ist da auch häufig eben verfänglich, ne? Und also man darf nicht pissig sein aufgrund der Sprache, sondern man sollte immer versuchen, so dem anderen die Möglichkeit geben, das so ein bisschen zu erklären und das nachvollziehen zu können, worum es halt geht. Ja. Solltest du mal ein Tutorial machen bei Twitter? Ich habe tatsächlich mal mit einer sogenannten TERF, kannte das gar nicht vorher, das sind transgenderfeindliche Feministinnen. Ich habe tatsächlich mal mit einer TERF auf Twitter versucht, über das Thema zu reden, mit dem Resultat, dass sie, ich hab dir das alles erklärt und wirklich auch so nachvollziehbar versucht zu machen, und sie hat es nicht so wirklich gut verstanden. Du hast auch mit alles Schwarzer geredet. Nee. Da würde ich mal sagen, da muss man mit dem TERF auch noch ein bisschen aufpassen. Aber da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen wollen, die als solche zu klassifizieren. Also die war wirklich so, die sagte dann so, ja, kann mir das mal jemand erklären? Und dann habe ich ihr das erklärt. Und dann habe ich immer wieder mal so zwischengefragt. Hat sie am nächsten Tag genau den gleichen Mist, den sie vorher gepostet hatte, dann nochmal gepostet, wo ich dann auch so gedacht habe, Alter, okay, gut, die checkt das halt einfach nicht. Habe ich ihr nochmal nett was geschrieben und dann irgendwie 2 Wochen später hat sie ihren Twitter-Account gelöscht. Da habe ich gedacht, okay, gut, also dann war es vielleicht da echt nur so ein Troll oder so, wer weiß, ne? Fand ich dann doch schon echt ein bisschen arg heftig, ne? Also, ja. Das finde ich aber, ich bin ja kein Fan von diesen gesellschaftlichen starken Klassifizierungen, in denen wir uns bewegen. Also jeder ist ja inzwischen zugehörig zu einer Gruppierung, und ich finde immer, das ist immer schwierig, weil es wird heute so stark auf Unterschiede gepocht und so wenig auf Gemeinsamkeiten, um es mal wirklich ganz salopp zu sagen. Mhm. Da sind wir manchmal, habe ich das Gefühl, vor allem auf Twitter sind wir schon ziemlich nah wieder an mittelalterlichen Hexenjagd-Zuständen. Witch Hunt. Ja, aber wirklich. Also du bist ja so schnell, sag ich mal, im Kreuzfeuer. Ja. Ob jetzt, also begründet oder unbegründet, obwohl es gibt, glaube ich, keine begründete Hexenjagd. Also das ist generell, ich glaube ja, also generell ist das sowieso irgendwie uncool. Ich will übrigens hier nochmal gerade eine manuelle Schlacht versuchen. Ich hoffe, das ist okay. Ich muss da ja, mach das. Üben. Ich habe ja gerade auch 2 geführt. Ja, cool. Okay. Ich sehe ja auch gerade, dass du inzwischen dich auch verbessert hast und jetzt auch schon die besseren Fußtruppen mit rumschleppst. Ah, nee, sind noch die normalen. Nee, du kannst die Kaserne ja nochmal upgraden, dann kriegst du die, ich glaube, Legionäre sind es dann. Ja. Und die haben dann wirklich eine Spezialfähigkeit, dass du die stehen lassen kannst, dann kriegen die plus 25 Verteidigung. Ja. Wie machen wir das? Also auf den, da würde ich sagen, ballern wir mit den Armbrustschützen heftig drauf. Das heißt, der da könnte ein Problem werden und der wird wahrscheinlich irgendwie so laufen. Deswegen gehst du mal hier hin, damit du dann einen Passierschlag bekämst. Ich kann dir eigentlich eine schöne Twitter-Geschichte erzählen, während du da gerade am Nachdenken bist. Jo. Weil ich bin ja jemand, der sich außerhalb seiner Bubble manchmal bewegt und da schon anecke mit Leuten. es war ja jetzt wegen in den USA, sollen die Abtreibungsgesetze ja verändert werden.
Und dann ist halt immer dieses Thema natürlich mein Körper, meine Entscheidung. Ich kann ein bisschen auch die Leute verstehen, die sagen, also okay, es geht halt, es hat sich schon ein neues Leben gebildet und ich finde nicht gut, Abtreibung in den ersten 3 Monaten so geschehen, aber darum geht es halt letztendlich nicht. Und es hat sich einfach von dieser Dynamik eines Gesprächs unter einem Twitter-Post so weit entwickelt, wo ich dann halt auch gemeint habe, also ich würde es halt begrüßen, wenn Männer auch mehr Möglichkeiten zur Verhütung hätten, als halt nur ein Kondom zu verwenden oder eine Vasektomie zu machen. Moment, stopp, das ist mir gerade als Thema gerade noch ein Mikro bisschen zu komplex, da würde ich nämlich gerne mitquatschen. Gib mir mal gerade eine Sekunde Zeit, bitte. Ich gebe dir eine Sekunde Zeit, wenn du noch am Nachdenken bist. Du wirst ja auch gerade gemöbelt. Ich mach den Duderillo da nämlich mal gerade weg. Das war krass. Der hatte auf einmal einen Bewegungspunkt mehr. Ne? Das ist so eine Ability von denen. Das ne? ist, wenn du den anschießt, dann kriegt er einen Berserker-Modus, wenn der Schaden erleidet in der Runde. Ja. Und dann läuft der Knotzenfecht hier nämlich irgendwie eine Runde weiter. Ne? Richtiger Atze. So, was kannst denn du da hier noch machen? Essenz stärken, Ordnung, Schöpfung, Chaos, Arcana, Dingsbums. Ne, das brauchen wir nicht. Schutz geht, was haben wir noch? Befrieden, gegnerische Zieltruppe hält -25% Schaden. Da muss das Gunni weghören eben, weil der will ja nichts hören vom Thema. Ja, Hiroki, die Pille für den Mann. Es gab mal vor ein paar Jahren... Ich will von dem Thema was hören, aber ich will da gleich mit dir drüber reden, weil ich das mega spannend finde. Okay, Hiroki, ich beantworte das gleich nochmal, weil darüber habe ich mich letztens auch nochmal schlau gemacht. Weil das ist eigentlich auch eine ganz interessante Nummer. Fernkampfoffensive. Okay, pass auf, wir machen das hier. Warum kann ich den nicht von diesem Feld aus angreifen? Hier. Da, wenn ich da hingehe, dann muss ich den dann so angreifen. Ne? Das ist das, glaube ich, worum es hier ging. Ne? Okay, pass auf. Du gehst hier hin. Oben auf den Berg. Jawohl, so ist es. Zack. So, dann kann der angreifen, aber wir haben ja einen besseren Verteidigungswert. So, der läuft jetzt zu uns. Du läufst hier hin. Zang. 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 So, jetzt gibst du dem hier noch ein bisschen Move. So, und dann läufst du hier hin. Und dann schlägst du dem jetzt von hinten dein Schwert in den Rücken. Ich bin wahrscheinlich zu spät, zeitlich. Günni hat schon einen sehr konzentrierten Blick beim Zocken. Ich hab, ja. Ich gebe alles. Hast du das jetzt eingenommen? Jo, dann nimmst du noch die Ressource damit. Dafür gab es auch noch Gold. Eieiei, guck mal, da wirst du noch belohnt dafür. Der hat echt massig Bewegungspunkte, der Duderillo. Ja, du hast doch den auch diesen Marsch-Skillung mit drin reingemacht. Ja, da bin ich das sehr zufrieden mit. Das habe ich nämlich beim Scharmützel-Spiel gemerkt, das ist halt schon, weil alle Hüter haben die gleiche Bewegungsreichweite und dadurch hast du halt einfach schon einen Vorteil. Ja. Okay, nice and stone. So, jetzt kannst du wieder, jetzt können wir wieder reden. Oh Gott, der Chat, ich habe den Chat ganz lange ignoriert. Nicht gelesen. Jetzt muss ich ja spielen und dabei reden. Ja, mach mal. Es ging eigentlich grundlegend um die Diskussion wegen Abtreibung in den USA. Also das war eigentlich das Grundtopic. Ah ja, genau, worum es eigentlich geht, so, ne? Aber eigentlich ging es darum, ich mache jetzt kurze Rede, obwohl langer Sinn. Irgendwann ist dann unter einem Post von der Dame, die gepostet haben, mein Körper, meine Entscheidung und sowas, auch dazu gekommen, dass ich mich geäußert habe, natürlich als Mann, was ganz schrecklich ist, sowieso. Bei Frauenthema als Mann sich zu äußern, ist ja immer, man ist ja inkompetent. Wo ich aber jemand sagte dann so, ja, dann darf auch kein Mann Gynäkologe werden. Ich bin dann ja auch recht kontra, muss man sagen. Aber es ging eigentlich darum, dass ich gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass Männer mehr Verhütungsmöglichkeiten hätten, außer Kondom und Vasektomie. Wobei man Kondom eh benutzen sollte bei wechselnden Sexualpartnern, weil Geschlechtskrankheiten wieder auf Vormarsch sind in Deutschland. Und der Verhütungsschutz ist halt nicht so hoch wie bei anderen Produkten der Frau. Also im Risiko fällt die Verhütung halt trotzdem wieder auf die Frau.
falls das Kondom kaputt ist oder sonst irgendwas, als Rettungsschirm. So, ja, hört sich doof an. Ich sollte an meine. Rettungsschirm finde ich ist ein schöner Begriff, ja. Und das ist natürlich total schlecht angekommen. Da wurde ich ordentlich für, also, ne, du, ich bin als Mann, darf ich mich da eh nicht einmischen? Warum soll, dann kommt natürlich diese Sache, benutzt doch ein Kondom, warum Verhütungsmittel an? Dann kommt irgendwie diese alte Geschichte, die übrigens gar nicht so stimmt. Es gibt nämlich, es gab mal vor ein paar Jahren eine Spritze für den Mann, die wurde getestet in dem Studium, also in der Studie, wo aber relativ starke Nebenwirkungen aufgetroffen sind. Da sind natürlich die Frauen auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, ja, wir haben ja auch mit der Pille ganz viele Nebenwirkungen. Ja, natürlich. Und der Mann schafft das nicht. Du pumpst deinen Körper damit Hormonen voll. Das ist richtig. Ja mega ungesund. Aber das ist halt vor dem Hinblick, dass heute natürlich ganz andere Zulassungen sind. Wenn man das halt so betrachtet, würde die Pille, die, wie sie damals auf dem Markt war, heute gar nicht mehr zugelassen werden. Die ersten Versionen. Aber heute hast du ja die Mikropille, du hast die, also die Pille Standard, es gibt unterschiedliche Hormonpräparate und es gibt ja auch, es gibt Spirale, es gibt Hormonstäbchen, es gibt die Hormonspirale, es gibt ja alles mögliche. Die Frau hat halt ein riesiges Spektrum und der Mann hat halt nur zwei Sachen. Und das habe ich halt ein bisschen kritisiert und wurde dafür ordentlich angegangen auf Twitter. Kannst dir eigentlich nicht vorstellen. Nur weil ich halt mehr Schutz haben wollte für den Mann. Und ja, jetzt kommt nämlich dazu, die Pille für den Mann, weil es gerade im Chat war, da hat Hiroki schon was geschrieben, die soll von diesem Jahr an in 5 Jahren existieren. Also es gibt ein neues Team wohl, die die Pille für den Mann entwickeln wollen. Wie gesagt, es gab noch keine Pille für den Mann wirklich, das war in der Studie auch eine Hormonspritze, die hat jeder Mann einmal im Monat bekommen, aber die wurde halt nicht zugelassen. Was auch ganz cool war, um es noch weiter zu machen, es gab auch so ein Team, die haben versucht, mit einer Spritze ein halbdurchlässige Membran in die Samenleiter zu spritzen beim Mann, wodurch halt die Sekretflüssigkeit durchkommt, aber nicht mehr die Samen, die die Frauen befruchten können. Also die eine Frau befruchten könnte. Die Eizelle befruchten. Ja, genau, die Eizelle befruchten können. Das hat aber leider beim Menschen nicht so gut funktioniert wie bei Tieren. Letztendlich. Dabei wäre das eine coole Sache gewesen, weil du könntest dich, sag ich mal, jederzeit sterilisieren lassen und das kannst du wieder raussaugen, wenn du Kinder haben willst. Total ungefährlich mit einer Spritze. Vom Konzept interessante halt. Vorstellung, ja. Wobei auch da muss man natürlich, also das generelle Risiko besteht halt trotzdem, dass du trotzdem schwanger wirst, ne? Natürlich. Es gibt immer noch ein minimales Risiko. Die Schwierigkeit einfach da ist halt zu sagen, also selbst wenn du als Frau nicht schwanger werden möchtest, dann kannst du trotzdem schwanger werden. Und das ist einfach, und damit sind halt einfach sehr viele Eingriffe in die körperliche Autonomie verbunden. Ja, also, ne, also das ist jetzt damit dir fehlt dadurch einfach ein ganz wichtiger, also so, ich versuche das nochmal so zusammenzufassen, dir fehlt einfach ein ganz großer Aspekt darin, selber über deinen Körper zu entscheiden. Das ist, finde ich, auch irgendwo absolut, das finde ich auch absolut nachvollziehbar. Vor allen Dingen muss man ja auch immer noch bedenken, eine Schwangerschaft ist ja auch nicht so Aichi Bum Baichi und alles ist toll, sondern eine Schwangerschaft birgt auch das Risiko, dass du stirbst als Frau dabei. Ja. Das kann nämlich auch passieren. Und in dem Moment, wo man solche Regulationen halt eben trifft, dass man sagt, nur bis zum so und so vielten Monat abtreiben oder nur bis zum so und so vielten Monat dies und jenes machen dürfen oder und so weiter, also du nimmst ja damit auch gewissermaßen eine Form der Notwehr. Ja? Wenn das jetzt eine super komplizierte Schwangerschaft sein sollte und du hast ein erhöhtes Risiko, bei dieser Schwangerschaft zu sterben, das ist schon dann, also dann muss man da schon sagen, dann wenn ein Staat sowas regelt, das ist schon grenzwertig, finde ich. Schon sehr grenzwertig. Weil du damit einer Frau eine gewisse, also ein ganz großes Maß an Autonomie eben über ihren eigenen Körper nimmst, das finde ich erstmal schon problematisch für sich. Und zweitens schaffst du damit unter Umständen ein gesundheitliches, tödliches Risiko, dass jemand einzugehen hat, was er eigentlich vermeiden könnte. Ne? Ach so, oder meinst du mit der, aber du redest jetzt stärker um das Abtreibungsthema. Genau, ja, also ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn es mehr Verhütungsmittel für Männer gäbe, wäre auf jeden Fall ganz gut. Das löst ja aber das grundsätzliche Problem in der Debatte halt eben nicht. Nee, nicht in der Abtreibungsdebatte. Ich finde, dass Abtreibung ist halt schon irgendwo wichtig. Also ich meine, ich würde das auch separat voneinander behandeln. Ne? Ja, also, ist auch. Ich finde, das eine hat ja mit dem, also so jetzt mal streng, und ich glaube, deswegen waren die Leute so triggert, weil du das geschrieben hast.
weil das eigentlich damit nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Das kann man trotzdem verlangen, finde ich, die Forderung finde ich trotzdem berechtigt. Ne? Nur du kannst nicht gewissermaßen hingehen und sagen so, ja, aber übrigens, ne? Und so. Ja, es ist ja, das, es hat sich ja über mehrere Posts so entwickelt. Das triggert die Leute halt, ne? Deswegen sind, ich glaube, deswegen waren die so getriggert. Ja. Deshalb, also ich bin nicht gegen Abtreibung.